Good morning, dear Sangha. Today is May the 21st in the year 2011. And we are on the sixth day, the last day of our retreat with the team coming together in family, school, at work and in society. Guten Morgen, liebe Sangha. Heute ist der 21. Mai. Im Jahre 2011 und heute ist der letzte Tag unseres Retreats mit dem Thema gemeinsam wachsen in Familie, Schule, Beruf und Gesellschaft. This morning before we bow to the Buddha. Heute Morgen, bevor wir uns vor dem Buddha verneigten. We did chant the verse on communication. Haben wir die Verse über die Kommunikation gesungen? Dear Buddha, I see that the one who bows is me, and the one who is bowed to is you. Both of us are empty of a self-existence. Lieber Buddha, ich sehe, dass derjenige, der sich verbeugt, ich, und derjenige, gegenüber dem ich mich verbeuge, du, dass wir beide kein eigenes Selbst haben. And because both of us do not have a separate self, that is why communication can be very deep. Und weil wir beide kein abgetrenntes Selbst haben, kann unsere Kommunikation sehr tief gehen. You are made of non-you elements and I am made of non-me elements. Du bestehst aus Nicht-Du-Selbst-Elementen und ich bestehe aus Nicht-Ich-Selbst-Elementen. And I see that I am in you and you are in me. Und ich sehe, dass ich in dir bin und du in mir bist. And we bow to the Buddha only when we have got that insight of inter-being. Und wir verbeugen uns dem Buddha gegenüber nur dann, wenn wir diese Einsicht des Interseins haben. Because to be means to interbe. You cannot be by yourself alone. You have to interbe with the whole cosmos. Denn zu sein heißt inter zu sein. Wir können nicht ganz für uns allein sein, sondern wir können nur gemeinsam mit dem gesamten Kosmos inter sein. It looks like we are worshipping the Buddha. Es sieht so aus, als würden wir den Buddha anbeten. But in fact, it's not worshipping. Aber es handelt sich nicht wirklich um Anbeten. It's a kind of meditation. Es ist eine Form der Meditation. Because when you read that verse, you have a chance to get the insight of interbeing, and there will be no more separation between you and the Buddha. Denn wenn wir diesen Vers lesen, haben wir die Chance, eine Einsicht in das Intersein zu erlangen und es wird keine Trennung zwischen uns und dem Buddha mehr geben. If we bow to the Buddha like that, it's no longer an act of worshipping, but an act of communication. Und wenn wir auf diese Art und Weise uns dem Buddha gegenüber verneigen, handelt es sich nicht mehr um eine Form des Anbetens, sondern eine Form der Kommunikation. And the five mindfulness trainings that many of us received this morning is a very concrete way of practicing the insight of interbeing. Und die fünf Achtsamkeitsübungen, die viele von uns heute Morgen empfangen haben, sind ein sehr konkreter Weg, die Einsicht des Interseins zu praktizieren. Because true love and true happiness cannot be possible if we cannot transcend discrimination. Denn wahre Liebe und wahres Glück sind nicht möglich, wenn wir es nicht vermögen, Diskrimination zu überwinden. So right view is what of all the absence of all discrimination. Und rechte Sicht bedeutet zunächst die Abwesenheit aller Formen von Diskriminierung. And if father and son have a right view, they see each in one another, they see themselves in one another.
Wenn Vater und Sohn rechte Sicht erlangen, dann erkennen sie sich in sich selbst gegenseitig. And that insight of interbeing, that insight of non-duality help them to live in happiness and peace, both of them. Und diese Einsicht des Interseins, diese Einsicht der Nicht-Dualität hilft Glück und Frieden in beiden hervorzubringen. The five mindfulness trainings are based on the insight of interbeing, of non-duality, of non-discrimination. Und die fünf Achtsamkeitsübungen basieren auf der Grundlage des Interseins, der Nicht-Dualität und der Nicht-Diskriminierung. And without that insight of interbeing, non-duality, true happiness cannot be true happiness, and true love cannot be true love. Und ohne die Einsicht des Interseins, ohne die Einsicht der Nicht-Dualität, kann Glück, kein wahres Glück sein und wahre Liebe keine wahre Liebe. In true love, the separation between the one who loves and the one who is loved is removed. In wahrer Liebe gibt es keine Trennung mehr zwischen dem oder derjenigen, die liebt, und dem oder derjenigen, die geliebt wird. And happiness is no longer an individual matter. Und es handelt sich beim Glück um keine individuelle Angelegenheit mehr. So, with the insight of non-duality, with the insight of interbeing, every thought that we produce is free from discrimination. Das heißt, mit der Einsicht des Interseins, mit der Einsicht der Nicht-Dualität, ist jeder Gedanke, den wir produzieren, frei von Diskriminierung. Without discrimination, love, compassion, happiness become possible. Und ohne Diskriminierung werden Liebe, Mitgefühl und Glück möglich. And as true practitioners, we should be able to produce thoughts of non-discrimination, thoughts of interbeing several times a day. Und wenn wir richtig praktizieren, sollten wir fähig sein, Gedanken der Nicht-Diskriminierung, Gedanken der Nicht-Dualität mehrere Male am Tag zu produzieren. And right thinking is thinking in the direction of non-discrimination. Und rechtes Denken ist Denken in Richtung von Nicht-Diskriminierung. Not only you do not discriminate against other race, but you don't discriminate between even you and God, you and the Buddha. Es ist nicht nur so, dass wir nicht gegen andere Rassen diskriminieren, sondern wir diskriminieren auch nicht gegenüber Gott oder gegenüber dem Buddha. If you think that God is some entity completely outside of you, out of you, and you are an entity completely separate from God, that is already discrimination. Und wenn wir glauben, dass Gott etwas ganz und gar außerhalb unserer selbst ist, dass wir ganz und gar von Gott getrennt sind, dann handelt es sich dabei bereits um eine Form der Diskriminierung. And in order for true communication with God is possible, the barrier between you and God should be removed. Und damit eine wirkliche Kommunikation zwischen uns und Gott möglich wird, sollte der Körper zwischen uns und Gott entfernt werden. So non-discrimination is something you practice not only when you deal with other people, other race, other class of society, but you practice even in your spiritual life. So wir praktizieren nicht die Diskriminierung nicht nur gegenüber anderen Menschen, anderen Rassen oder anderen Gesellschaften, anderen Klassen, sondern auch in unserem täglichen Leben.
So right thinking is thinking in the direction of non-discrimination that allows true love and true happiness to be possible. Und rechtes Denken ist Denken in Richtung von Nicht-Diskriminierung, dass wahre Liebe und wahres Glück möglich machen. And if you have a right view, it means the insight of non-discrimination, the insight of non-duality, and then every thought you produce will be a thought of non-discrimination. Wenn wir rechte Sicht haben, dann bedeutet es, dass wir in Nicht-Diskriminierung denken, in Nicht-Dualität, und jeder Gedanke, den wir produzieren, wird ein solcher Gedanke der Nicht-Diskriminierung sein. And without that dualistic thinking, without that discrimination, love is born and happiness is born right away in that very moment. Und ohne dieses dualistische Denken, ohne dieses diskriminative Denken, ist Liebe, ist Glück, werden Liebe und Glück gleich in diesem Moment geboren. And when every time you produce a thought of non-discrimination, of compassion, of forgiveness, that thought begins right away to heal yourself and to heal the world. Und jedes Mal, wenn wir einen solchen Gedanken der Nicht-Diskriminierung, der Nicht-Dualität, der Vergebung produzieren, beginnt dieser Gedanke uns zu heilen und die Welt zu heilen. And as a true practitioners, we should be able to produce thoughts like that several times a day. Und als jemand, der richtig praktiziert, sollten wir in der Lage sein, einen solchen Gedanken mehrfach am Tag hervorzubringen. If someone produces a thought of hate, discrimination and despair, that thought begins to destroy his himself and destroy the world. Wenn jemand einen Gedanken des Hasses, der Verzweiflung, der Diskrimination hervorbringt, dann beginnt dieser Gedanke sogleich, uns selbst und die Welt zu zerstören. Because hate, anger, despair are born from discrimination. Denn Hass, Verzweiflung und Wut werden aus Diskriminierung herausgeboren. And if we think in the direction of hate, anger, discrimination, we destroy ourselves, we destroy the world. Und wenn wir in die Richtung von Hass, Wut und Diskriminierung denken, dann zerstören wir uns selbst und zerstören wir die Welt. That is why we practitioners, we have to be aware, to be mindful of our thought, our thinking. Und deswegen sollten wir als diejenigen, die praktizieren, unsere Gedanken, uns unseres Denkens bewusst sein. When we notice that there is a thought of discrimination, anger, and despair, we know that this thought has come from wrong views and not from the insight of inner being. Und wenn wir einen Gedanken haben von Wut, von Verzweiflung, von Hass, dann wissen wir, dass ein solcher Gedanke geboren worden ist aus einer verkehrten Sichtweise heraus, nicht aus der rechten Sicht. So learning the practice of right thinking, we can heal ourselves and we can heal the world. Indem wir also die Praxis des rechten Denkens erlernen, können wir uns selbst und die Welt heilen. Because thoughts in the direction of right thinking always generate the energy of love, compassion, forgiveness. Denn Gedanken, die in die Richtung des rechten Denkens gehen, produzieren jedes Mal die Energie von Heilung, von Liebe und von Vergebung. And with the insight of inner being, everything we say will be described as right speech. Und mit Hilfe der Einsicht des Interseins wird alles, was wir sagen, als rechte Sprache bezeichnet werden können. Right speech is a kind of speech that is completely free from discrimination.
Und rechtes Sprechen ist eine Art des Sprechens, das vollkommen frei von Diskriminierung ist. And because there is no discrimination in what we say is full of love, understanding and compassion. Und weil keine Diskriminierung in dem ist, was wir sagen, ist das, was wir sagen, voller Liebe, Verständnis und Mitgefühl. When you say something full of hate and despair, what you say, destroy yourself and destroy the world. Wenn wir etwas Hassvolles, etwas voller Verzweiflung sagen, dann zerstört uns das selbst und zerstört die Welt um uns herum. But when we say something full of compassion, forgiveness, wenn wir etwas and love, and then what you say is going to help you to be healthier and the world to be healthier. Wenn wir etwas sagen voller Liebe, voller Verständnis und voller Mitgefühl, dann wird uns das dabei helfen, gesünder zu sein und die Welt um uns herum gesünder zu machen. So our telephone, our computer, our pen and paper could be used in order to speak right speech, in order to generate the energy of compassion, understanding, love. Das heißt, unser Computer, unser Telefon, unser Stift und Papier können als Hilfsmittel für rechtes Sprechen verwendet werden, um die Energie des Mitgefühls, der Liebe und des Verständnisses hervorzubringen. Next time when you hold your iPhone, you say, my dear iPhone, you will help me to practice right speech. Das nächste Mal, wenn ihr euer iPhone in die Hand nehmt, könnt ihr mit dem iPhone sprechen und zu ihm sagen, mein liebes iPhone, du wirst mir dabei helfen, rechtes Sprechen zu praktizieren. Next time when you are about to send an email, look at your computer and say, my dear computer, thanks to you, I'm going to practice right speech. Und nächstes Mal, wenn ihr den Computer einschaltet, um eine E-Mail zu schreiben, könnt ihr zu dem Computer sagen, mein lieber Computer, du wirst mir helfen, rechtes Sprechen zu praktizieren. Because of practicing right speech, generating love, understanding, can heal you and help heal the world. Denn rechtes Sprechen zu praktizieren, Heilung und Verstehen hervorzubringen, kann uns bei unserer eigenen Heilung und der Heilung der Welt helfen. And as practitioners, we can practice right speech several times a day for our happiness and the happiness of the world. Und als diejenigen, die praktizieren, können wir rechtes Sprechen mehrfach am Tag für unser eigenes Glück und das Glück der Welt praktizieren. And with the insight of interbeing, we can also practice right action. Und mit Hilfe der Einsicht des Interseins können wir auch rechtes Handeln praktizieren. Anything you can do with your body to protect, to support, to save is an act of right action. Alles, was wir mit unserem Körper tun können, um zu beschützen, um zu unterstützen, um zu retten, ist ein Akt des rechten Handelns. Right action is free from discrimination and violence. Rechtes Handeln ist frei von Diskriminierung und Gewalt. What we do express our understanding, our love, our support. Was wir tun, drückt unser Verständnis, unsere Liebe und unsere Unterstützung aus. Each of us has a body with which we can practice right action. Jeder von uns hat einen Körper, mit dessen Hilfe wir rechtes Handeln praktizieren können. So, thought, speech and action are two aspects of our daily products. Das heißt, dass Gedanken, Sprechen und Handeln drei Aspekte unseres täglichen Handelns, unseres täglichen Seins darstellen. An orange tree can produce beautiful orange leaves, beautiful orange blossoms, and beautiful oranges. Ein Orangenbaum kann sehr schöne Orangenblätter, sehr schöne Orangenblüten und auch sehr schöne Orangen hervorbringen. A human being can produce beautiful thought, beautiful speech, and beautiful acts.
Und ein menschliches Wesen kann schöne Gedanken, schönes Sprechen und schönes Handeln hervorbringen. And in the teaching of the Buddha, our thought, our speech, and our actions are our continuation in the future. Und gemäß der Lehre des Buddha sind unsere Gedanken, unsere Sprache und unser Handeln unsere Weiterführung in die Zukunft. Not only physical action is action, but to say things or to think is also aspects of action. Handeln bedeutet also nicht nur physisches Handeln, sondern auch etwas zu denken oder etwas zu sagen ist ein Aspekt des Handelns. And the Sanskrit word for action is karma. Und das Sanskrit-Wort für Handeln ist Karma. Karma is triple because it is made of thought, speech and physical action. Und dieses Karma ist dreifaltig, weil es sich aus Denken, Sprechen und Handeln zusammensetzt. What we produce in terms of thought, speech and action will never last, will continue forever. Und was wir in den Begriffen von Denken, Sprechen und Handeln hervorbringen, wird niemals verloren gehen. Es wird für immer weitergeführt. And when this body of ours disintegrates, our karma continues always. Und auch wenn unser Körper auseinanderfällt, wird unser Karma immer weitergeführt werden. And our karma will be expressed in new forms of life. Und unser Karma wird sich in anderen Lebensformen ausdrücken. So the dissolution of this body does not mean our end. Das heißt, die Auflösung unseres Körpers bedeutet nicht unser Ende. Because what we produce in terms of thought, speech and action continue always in the world. Denn was wir hinsichtlich unseres Denkens, unseres Sprechens und unseres Handelns produziert haben, wird für immer in der Welt fortgesetzt werden. And it is possible to continue beautifully and happily. Und es besteht die Möglichkeit, glücklich und schön weitergeführt zu werden. By practicing mindfulness, concentration and insight, it is possible to assure a beautiful continuation in the future. Und indem wir Achtsamkeit, Konzentration und Einsicht praktizieren, ist es möglich, eine gute, glückliche Fortsetzung in die Zukunft zu gewährleisten. When you don't see your cloud anymore in the sky, it does not mean that your cloud has died. Und wenn wir unsere Wolke nicht mehr im Himmel sehen können, bedeutet das nicht, dass unsere Wolke gestorben ist. You have to look for the continuation of your cloud in other forms. Wir sollten nach der Fortsetzung der Wolke in anderen Formen schauen. I get in touch with my cloud several times a day by drinking tea. Also ich berühre meine Wolke mehrfach am Tag, indem ich Tee trinke. And I read in calligraphy, drink your cloud. Und ich schreibe in meine Kalligrafien, trinke deinen Tee, trinke deine Wolke. I'm aware that my cloud is here. Und es ist mir klar, dass meine Wolke sich hier befindet. And my cloud may help. And I can recognize my cloud tomorrow in a form of a poem. In the form of a Dharma talk. Und meine Wolke wird mir helfen und ich kann sie morgen erkennen in der Form eines Gedichtes oder in der Form eines Dharma-Vortrags. It was a cloud yesterday, today it is tea, and tomorrow it may be a poem or a calligraphy or a Dharma talk. Gestern war sie eine Wolke und heute ist sie Tee und morgen ist sie vielleicht ein Gedicht oder eine Kalligraphie oder ein Dharma-Vortrag. So you can follow the cloud with interest and to see how the cloud continue
So, wir können unsere Wolke mit Interesse folgen und ihren Fortbestand verfolgen. A cloud is always very active. Eine Wolke ist immer sehr aktiv. Das billions of crystals, small drops of water in a cloud. Es gibt Millionen kleiner Wassertröpfchen in der Wolke. They collide with each other. Und diese Wassertröpfchen stoßen miteinander zusammen. And sometimes when they become big enough, they will fall down. Und manchmal, wenn sie groß genug werden, dann fallen sie nach unten. And when a drop of water falls down and meet with the heat, it evaporates again. Und wenn ein solcher Wassertropfen nach unten fällt und mit Hitze in Berührung kommt, dann verdampft er erneut. And he goes up again. Und er steigt wieder auf. When it become it evaporates, you don't see it anymore. Und wenn der Tropfen verdampft, dann können wir ihn nicht mehr sehen. There is a lot of cloud in our Dharma hall here. Es ist jede Menge Wolke in unserer Dharma-Halle hier. When we breathe out together, we produce a lot of cloud around us. Wenn wir gemeinsam ausatmen, produzieren wir eine Menge Wolke um uns herum. We know that water vapor is there around us. Wir wissen, dass Wasserdampf hier um uns herum ist. Ja, moving among clouds, but we don't see our clouds. Wir laufen in Wolken herum, aber wir erkennen sie nicht als Wolken. And when we don't see our cloud, we cannot say that our cloud is not there. Und wenn wir unsere Wolke nicht sehen können, bedeutet das nicht, dass unsere Wolke nicht da ist. You cannot see water vapor, but when water vapor meets something that is cold, it becomes visible. Wir können Wasserdampf nicht sehen, aber sobald Wasserdampf auf etwas Kälteres trifft, wird es sichtbar. Imagine a mountain like this, and the wind, the blow, and the water vapor go in the direction of the cloud, of the mountain. Stellen wir uns mal einen solchen Berg vor und Wasserdampf, der in diese Richtung auf den Berg hin you don't sich bewegt. You do not see the water vapor moving because it is not visible. Wir können den Wasserdampf sich nicht bewegen sehen, weil er unsichtbar ist. But when the water vapor come to the mountain, it cannot continue. That is why it begin to climb the mountain. Aber sobald der Wasserdampf an den Berg gelangt, kann er nicht mehr weiter fortfahren und beginnt am Berghang aufzusteigen. And when it come to the top of the mountain, it encounter the cold air up there, and suddenly it become visible. Und wenn der Wasserdampf am Gipfel des Berges angelangt ist und mit der kalten Luft dort in Berührung kommt, wird er sichtbar. Before it was here, invisible. Vorher war er hier unten unsichtbar. So you cannot say that something you cannot see does not exist. Wir können also nicht sagen, dass etwas, was wir nicht sehen, nicht existiert. Imagine half of our cloud has become rain. Stellen wir uns mal vor, die Hälfte unserer Wolken sind zu Regen geworden. And has become a stream of water on earth. Zu einem Fluss, einem Wasserfluss auf der Erde. And let us visualize the other half still in the sky looking down and recognize herself down here on earth. Und stellen wir uns vor, die andere Hälfte der Wolke ist immer noch da oben am Himmel und schaut auf die Hälfte auf der Erde herunter. And part of the cloud up there is looking at the part of the cloud is down there and say, hello, myself. Und die eine Hälfte sagt, I know that I'm down there, have a good time. Und die eine Hälfte da oben sagt zu der anderen Hälfte da unten, hallo, ich selbst. Bitte hab eine schöne Zeit, genieße deine Zeit da unten. We are like a cloud. We think that we are only this. But half of us, or maybe many more than half of us, are already out there. Und wir sind wie eine solche Wolke. Wir glauben, dass wir nur das eine sind, aber die Hälfte von uns, mehr als die Hälfte von uns, ist bereits da draußen unterwegs. My practice is that when I
I walk, I sit, I try to recognize me. Und meine Praxis besteht darin, dass wenn ich gehe, not in here, but around me. Wenn ich gehe, wenn ich sitze, dann versuche ich mich selbst zu erkennen, nicht hier in mir, sondern um mich herum. I can already see my continuation out there, right in here and now. Und ich kann meine eigene Fortsetzung bereits im Hier und Jetzt hier draußen erkennen. I do not die. I do not need to die in order to continue. Und ich brauche nicht zu sterben, um mich fortzusetzen. In this very moment, I am continued in many forms. In diesem Augenblick bereits werde ich in vielen verschiedenen Formen fortgesetzt. My disciples, my friends, are part of my continuation, and I can recognize them easily in the here and the now. Meine Schüler und meine Freunde sind ein Teil meiner Weiterführung, meiner Fortsetzung, und ich kann sie leicht im Hier und Jetzt erkennen. I recognize the effect of my thought, my speech and my action a little bit everywhere. Ich kann die Wirkung meines Denkens, meiner Sprache und meines Handelns ein wenig überall hier erkennen. And standing here, I can wave to myself out there and say, hello, dear me, I know you are there. Und indem ich hier stehe, kann ich mir selbst da draußen zuwinken und sagen, hallo, mein lieber Ich, ich weiß, dass du da bist. So it's not true that you need to die in order to be reborn. Es stimmt also nicht, dass wir erst sterben müssen, um wiedergeboren zu werden. You are reborn in every moment of your daily life. Wir werden in jedem Moment unseres täglichen Lebens wiedergeboren. And you are not confined to this body, to these feelings, to these perceptions. Und wir sind nicht auf diesen Körper, auf diese Gefühle, auf diese Anschauungen beschränkt, Empfindungen beschränkt. Shall we listen to the bell and enjoy breathing together? Sollten wir der Glocke zuhören und gemeinsam atmen? We have a kind of bank account somewhere there. Wir haben so eine Art Bankkonto irgendwo da. And we deposit our thought, our speech and our action into that bank. Und wir legen unsere Gedanken, unsere Sprache, unser Sprechen und unser Handeln in diesem Bankkonto ab. Every day we produce thought, we produce speech, we produce action, that is what we deposit into our karma account. Und jeden Tag produzieren wir Gedanken, produzieren wir Sprache, produzieren wir Handeln, welches wir auf unser Karma-Konto einzahlen. Let us be aware that we should not deposit the things, the products that are not so good for our future. Und wir sollten uns dessen bewusst sein, dass wir nichts in dieses Konto einzahlen sollten, was nicht gut für unsere Zukunft ist. Let us assure a beautiful future by depositing only the best thing we can produce. So lasst uns eine gute Zukunft sicherstellen, indem wir nur das Beste, was wir produzieren können, in dem Konto einzahlen. And living according to the five mindfulness training is a wonderful way to deposit our action. Und gemäß den fünf Achtsamkeitsübungen zu leben, ist ein wunderbarer Weg, unser Handeln auf dieses Konto einzuzahlen. Karma can be understood as cause and as effect. Karma kann als Ursache und als Wirkung verstanden werden. When you produce a thought that is a cause. Wenn wir einen Gedanken produzieren, der eine Ursache ist. Karma hetu, karma cause. Karma hetu, die Ursache, die Karma Ursache. Nghiệp nhân. And the outcome of our thought is our happiness or our suffering. Das Ergebnis unseres Gedankens ist unser Glück oder unser Leid. And or the happiness or suffering of the other person. Oder das Leid oder das Glück der anderen Person. So that happiness or suffering in us and in the other person is the outcome of our karma, is called karma phala, karma fruit.
Und dieses Ergebnis in uns oder dem anderen, das Ergebnis unseres Handelns, wird Karma-Phala oder Karma-Nahrung genannt. And sometimes, most of the time, we produce individual karma. Und die meiste Zeit produzieren wir individuelles Karma. And together we can create collective karma. Und gemeinsam können wir kollektives Karma hervorbringen. So we can distinguish between individual karma and collective karma. Wir können also zwischen individuellem und kollektivem Karma unterscheiden. The collective karma is the outcome that all of us will benefit. Und das kollektive Karma ist das Ergebnis, von dem wir alle erfreuen können. If as a group we do a lot of discrimination and hate and violence, and the whole group will have to bear the suffering caused by that kind of collective karma. Wenn wir als Gruppe Gewalt praktizieren und Hass praktizieren, dann werden wir auch als Gruppe unter dem Ergebnis dieses Karmas leiden müssen. And as a group, collective karma, and then the whole group will benefit from it. Und wenn wir als Gruppe ein positives kollektives Karma produzieren, wird unsere ganze Gruppe davon profitieren. When you hear the bell and you practice breathing in and out and listening to the bell, you produce the energy of peace that will benefit your body and your feelings. Wenn wir der Glocke zuhören und ein- und ausatmen, dann produzieren wir die Energie des Friedens, von dem unser Geist und unser Körper profitieren können. But when 700 of us sit together and breathe and listen to the bell, we create a collective energy of peace, which is much more powerful. Und wenn 700 von uns gemeinsam sitzen und atmen und der Glocke zuhören, produzieren wir eine kollektive Energie des Friedens, die noch sehr viel stärker ist. And when that collective energy of mindfulness and peace penetrate into each of us, it has a greater power of healing and transformation. Und wenn diese kollektive Energie der Achtsamkeit und des Friedens in uns eindringt, dann hat sie eine noch größere Kraft der Heilung und der Transformation. My dear friends, you have noticed in this retreat that every time you hear the bell and practice breathing and listening to the bell together, we produce a very powerful energy of peace and mindfulness. Meine lieben Freunde, ihr habt sicher bemerkt, dass wenn wir jedes Mal, wenn wir die Glocke hören und gemeinsam ein- und ausatmen, wir eine sehr kraftvolle Energie des Friedens und der Achtsamkeit produzieren. And that energy of peace, of mindfulness is a very healing, is very nourishing. Und diese Energie des Friedens, diese Energie der Achtsamkeit ist sehr heilsam und sehr nahrhaft, sehr nahsam. If we allow ourselves to be embraced by that collective energy of peace and mindfulness, the healing, the transformation will take place more quickly than if we practice alone. Und wenn wir es uns gestatten, von dieser kollektiven Energie des Friedens, dieser kollektiven Energie der Achtsamkeit umarmt zu werden, dann wird der Prozess der Heilung und der Transformation sehr viel schneller vonstatten gehen, als wenn wir allein praktizieren. And during the last 5 days, every one of us feel the energy of the Sangha that has the power to heal and to nourish. Und während der letzten 5 Tage hat ein jeder von uns die Energie der Sangha, die heilen und nähren kann, gefühlt.
Last year we had a very crowded day of mindfulness organized here and in this very tent. Im letzten Jahr hatten wir einen sehr, sehr vollen Achtsamkeitstag in diesem gleichen Zelt organisiert. And the mayor of the city, the mayor of the city came and listened and participated to the day of mindfulness. Und auch der Bürgermeister von Waldbröl ist gekommen und hat an unserem Achtsamkeitstag teilgenommen. And I have noticed that in the first row on my left, there are three young mothers breastfeeding their babies. Und ich bemerkte, dass in der ersten Reihe hier vorne drei junge Mütter saßen, die ihre Kinder gestillt haben, ihre Babys gestillt haben. I looked at the babies and I saw them very happy. Und ich habe die Babys gesehen und sie waren sehr glücklich. They were getting nourishment not only from the milk, but they got the nourishment from the collective energy of the Sangha produced by the practice of breathing and listening to the breath. Sie wurden nicht nur von der Milch, von der Muttermilch genährt, sondern sie erhielten Nahrung auch aus der kollektiven Sangha-Energie, die aus dem Atmen und der Glocke zuhören entstand. The baby did not understand the Dharma talk. Und das Baby hat den Dharma-Vortrag nicht verstanden. They did not know what was going on. Die Babys wussten nicht genau, was vor sich geht. But that does not mean that they did not feel the peaceful energy generated by our togetherness. Aber das bedeutet nicht, dass sie nicht die friedvolle Energie unseres Zusammenseins fühlen konnten. So what the Sangha can produce is that wholesome energy of healing and nourishment. Und was die Sangha herstellen kann, ist diese heilsame Energie der Nährung, der Nahrung. That is an item of consumption that all of us need. Und es handelt sich hier um ein Konsumgut, das wir alle benötigen. So that energy of peace and mindfulness that we need, unfortunately, cannot be purchased in a supermarket. Und leider können wir dieses Gut der Achtsamkeit, was wir alle brauchen, nicht im Supermarkt erwerben. That energy of peace and mindfulness can only be generated by the practice of a sangha like ours. Diese Energie der Achtsamkeit, des Friedens, kann nur von einer Sangha wie der unseren produziert werden. So it is very beneficial, very wonderful, if you have an opportunity to live in a sangha. Und es ist wunderbar und wir alle profitieren davon, wenn wir die Gelegenheit, die Möglichkeit haben, in einer Sangha zu leben. Living in a Sangha, you always profit that kind of collective energy of peace and mindfulness. Wenn wir in einer Sangha leben, können wir immer von dieser kollektiven Energie der Achtsamkeit profitieren. Now those of us who are occupied by our job and who could come to the Sangha only 5 days or 6 days or 10 days, Every year. Und es gibt diejenigen unter uns, die so mit ihrer Arbeit beschäftigt sind, dass sie nur 5 oder 6 Tage zur Sangha kommen können, 5 oder 6 Tage im Jahr. And that is why we are urged, when we go home, we should set up a group of practitioners so that we can continue to enjoy the collective energy of the Sangha wherever we live. Und deswegen möchten wir euch bitten, dass wenn ihr nach Hause geht, ihr eine Gruppe, eine kleine Sangha einrichtet, damit ihr die kollektive Energie der Achtsamkeit überall dort, wo ihr lebt, weiter verfolgen könnt. When action become the fruit, we call it retribution. Wenn Handeln fruchtbar wird, zur Frucht wird, dann nennen wir es Retribution. Nghiệp báo. Nghiệp báo. We harvest what we have
planted. Wir ernten, was wir gesät, gepflanzt haben. And retribution in the teaching of Buddhism has two aspects. Und Retribution in der Lehre des Buddhismus hat zwei Aspekte. The five groups, the five skandhas, the five aggregates, which is body, feelings, perceptions, mental formation, and consciousness, is the first aspect of contribution. Der erste Aspekt der Retribution sind die fünf Skandhas, die fünf Aggregate, Körper, Feeling, Körper, Gefühl, Wahrnehmungen, geistige Formationen und Bewusstsein. And in Buddhism, that is called the main retribution. Tenbao. Im Buddhismus nennen wir dies die Hauptretribution. But the five skandhas, the five elements making up your person is only one aspect, the first aspect of retribution. Aber diese fünf Skandhas, diese fünf Elemente, die unsere Person ausmachen, sind nur der eine Aspekt der Karma-Retribution. The other aspect of retribution is the environment. Der zweite Aspekt der Retribution ist die Umwelt. So you are not only this, you are the environment you find yourself in. Wir sind nicht nur dies, Körper, sondern wir sind auch die Umwelt, in der wir uns befinden. And that is called ibao. It means environment as retribution. Und im Chinesischen wird es als Umwelt, als Retribution bezeichnet. And environment can be individual and collective. Und die Umwelt kann sich als individuell oder kollektiv darstellen. And when we look deeply, either as the main retribution or the environment, we can distinguish the individual aspects and also the collective aspect of both main retribution and environment. Und wenn wir in die Tiefe sehen, dann können wir sowohl in der Hauptretribution als auch in der Umwelt den kollektiven und den individuellen Aspekt erkennen. In the beginning, you might think that your body, your feelings are strictly individual. Vielleicht glauben wir zunächst, dass unser Körper, unsere Gefühle ganz und gar individuell sind. It only concern you. Dass sie nur uns selbst betreffen. But if you look deeply, you see that it concern other people also. Aber wenn wir etwas tiefer sehen, dann können wir erkennen, dass sie auch andere Menschen betreffen. Your well-being or your suffering will have an effect on other people. Unser Wohlsein oder unser Leid haben eine Wirkung, einen Effekt auf andere. If you are healthy, if you are joyful, not only you benefit from your health and your joy, but people in the environment also profit from your health and your joy. Wenn wir froh und gesund sind, dann profitieren wir nicht nur selbst von unserem Frohsinn und unserer Gesundheit, sondern auch Menschen um uns herum profitieren davon. And that is why you have to learn to see the collective in the individual and the individual in the collective. Und deswegen sollten wir lernen, das Kollektive im Individuellen und das Individuelle im Kollektiven zu sehen. It is like the left and the right. If the right is there, the left is not there. If the individual is not there, the collective is not there. If the collective is not there, the individual cannot be there. Und es handelt sich um das Gleiche wie mit links und rechts. Wenn links da ist, ist rechts da. Wenn das Kollektive nicht da ist, ist das Individuelle nicht da. Good. So
Suppose I say that my optic nerves only concern me. Nehmen wir doch mal an, wir würden sagen, dass unsere Sehnerven nur uns selbst betreffen. That is a strictly individual entity. Dass unser Sehnerv eine rein individuelle Angelegenheit sei. But if I am a bus driver, wenn ich nun aber ein Busfahrer bin, my optic nerves have to do with your life. Dann hat mein Sehnerv mit eurem Leben zu tun. So my optic nerves is not a strictly individual thing. It is also a collective thing. Das heißt, mein Sehnerv ist keine rein individuelle Angelegenheit, sondern auch eine kollektive. So the life of those people who sit on my bus depend on my optic nerves. Denn das Leben der Menschen, die in meinem Bus sitzen, hängt von meinem Sehnerven ab. So both the main retribution and the environment retribution contain and the individual and the collective. Das heißt, sowohl die Hauptretribution als auch die Umweltretribution enthalten das Individuelle und das Kollektive. And in Buddhism we know that the individual cannot be possible without the collective and vice versa. Und wir wissen im Buddhismus, dass das Individuelle nicht ohne das Kollektive sein kann und umgekehrt. If we do not see that, we are still caught in duality, in discrimination. Und wenn wir das nicht sehen können, dann sind wir immer noch verhangen in Dualität und Diskriminierung. Many of us worried about our ecosystem. Viele von uns sorgen sich um unser Ökosystem. Because our ecosystem is a collective product of all of us. Denn unser Ökosystem ist ein kollektives Produkt von uns allen. And each of us is responsible for the state of our ecosystem. Und jeder von uns ist für den Zustand unseres Ökosystems verantwortlich. And each of us has to find a way to live so that we can protect the environment. Und jeder von uns sollte einen Weg finden, der es uns ermöglicht, unsere Umwelt zu schützen. But we have to come together and sit down together and discuss a strategy of collective action so that we can better protect our environment. Aber wir sollten uns zusammentun, uns zusammenfinden, um eine Strategie des gemeinsamen Handelns zu finden, die es uns ermöglicht, unsere Umwelt besser zu schützen. If we come to a country and we see everything is clean, is neat, and that is the collective karma of the people living in that country. Wenn wir in ein anderes Land kommen und sehen, dass dort alles sauber und rein ist, dann erkennen wir das kollektive Karma dieses Landes. What we learn here is that everything, every thought we produce, every speech we produce, every act that we do, will continue us more beautifully or less beautifully, and we are responsible for it. Was wir also hier lernen können, ist, dass unser Denken, unser Sprechen und unser Handeln uns mehr oder weniger schön fortsetzen kann und dass wir für diese Fortsetzung verantwortlich sind. Every time you produce a thought, whether that thought is a thought of hate or of love, it bears your signature in it. Jedes Mal, wenn wir einen Gedanken produzieren, ob es sich um einen Gedanken der Liebe oder des Hasses handelt, trägt dieser Gedanke unsere Unterschrift. And that thought is your future. Und dieser Gedanke ist unsere Zukunft. So the practice mindfulness help us to be aware and to produce only the kind of thought that will assure us beautiful future. So dass die Praxis der Achtsamkeit uns hilft, uns bewusst zu werden und
nur solche Gedanken zu produzieren, die eine gute Zukunft gewährleisten. After having produced that thought, we should not think that it no longer exists. No, it always exists. It always continues, and it begins to cause a change, a reaction in the world. Und wir sollten nicht glauben, dass nachdem wir den Gedanken produziert haben, er nicht weiter existiert. Dieser Gedanke wird immer weiter existieren und er kann eine Kettenreaktion in der Welt auslösen. And we are responsible for our action, even if that action is only a thought. Und wir sind für unser Handeln verantwortlich, selbst wenn es sich bei diesem Handeln lediglich um einen Gedanken handelt. What happened if yesterday I emit a thought of hate? And fear. Was passiert zum Beispiel, wenn ich gestern einen Gedanken des Hasses und der Furcht ausstoße? This morning I wake up and I said that, well, yesterday I produced a thought of hate and anger. Heute Morgen wache ich dann auf und sage mir, gestern habe ich einen Gedanken des Hasses und der Wut produziert. And that is not good for me in the future. Und das ist nicht gut für mich in der Zukunft. And I ask myself, what I can do in order to delete that the thought that I produced yesterday. Und ich frage mich selbst, was kann ich tun, um diesen Gedanken ungeschehen zu machen? In the teaching of the Buddha and in his practice, it is possible to transform the action that you produced yesterday. In der Lehre und Praxis des Buddha ist es möglich, den Gedanken oder das Handeln, das wir gestern getätigt haben, zu transformieren. You sit down comfortably, you practice mindful breathing, and you become aware that yesterday you produced a thought of hate, of anger. Wir setzen uns bequem hin, wir praktizieren achtsames Atmen und wir werden uns der Tatsache bewusst, dass wir gestern einen Gedanken der Wut, einen Gedanken des Hasses produziert haben. You have suffered because of that thought, and that thought is going to make you suffer also in the future. Wir haben aufgrund dieses Gedankens gelitten und dieser Gedanke wird uns auch in Zukunft leiden machen. And you know that the only way to neutralize it is in this very moment you produce a thought of love, of compassion, the antidote of the thought yesterday. Und wir wissen, dass der einzige Weg, diesen Gedanken zu neutralisieren, darin besteht, einen Gedanken der Liebe, des Mitgefühls zu produzieren, das Gegengift für diesen gestrigen Gedanken. And with the insight of non-duality, with the insight of interbeing, it is easy for you to produce a thought of compassion and reconciliation in this present moment. Und mit Hilfe der Einsicht der Non-Dualität, mit Hilfe der Einsicht des Interseins, ist es leicht für uns, einen Gedanken des Mitgefühls, einen Gedanken der Versöhnung zu produzieren. And after you have produced that thought of compassion and reconciliation, that thought will travel very quickly and will cut up in no time at all the other thought and neutralize it right away. Und wenn wir diesen neuen Gedanken des Mitgefühls, der Versöhnung einmal produziert haben, wird er sehr schnell dem anderen Gedanken nachreisen und ihn einholen und neutralisieren. So transforming the karma is possible with this practice in the here and the now. Das Karma zu verwandeln ist möglich im Hier und Jetzt. Suppose your grandma is no longer there, alive, and you regret that while she was alive, you said something not very kind to her. Nehmen wir mal an, unsere Oma ist bereits gestorben und während sie noch am Leben war, haben wir mal etwas nicht so Freundliches zu ihr gesagt. And that suffering has been there with you for a long time because you think it's too late now. She is no longer alive so that you can apologize and beg for her forgiveness. Und unser Bedauern, das Leid,
unseres Bedauerns ist schon eine lange Zeit bei uns gewesen, weil wir uns sagen, dass, weil die Oma jetzt gestorben ist, wir nicht mehr die Möglichkeit haben, uns bei ihr zu entschuldigen. And you have the impression that you are helpless, you cannot do anything for the wrong thing you have done in the past. Und wir haben das Gefühl der Hilflosigkeit und dass wir nichts tun können hinsichtlich dessen, was wir in der Vergangenheit getan haben. The fact that we are all human beings and we make mistakes, you and me. Tatsächlich sind wir alle menschliche Wesen und wir alle machen Irrtümer, ihr und auch ich. But according to the Buddha, it is possible to transform the past. Aber dem Buddha gemäß ist es möglich, die Vergangenheit zu transformieren. The past is still there, hidden in the present moment. Die Vergangenheit ist immer noch da, versteckt im gegenwärtigen Moment. And if you can touch the present moment deeply, you can touch the past and you can change it. Und wenn wir den gegenwärtigen Moment tief berühren können, können wir die Vergangenheit berühren und sie verändern. If you sit down and practice mindful breathing and become aware of the fact that your grandma is still alive in every cell of your body. Wenn wir uns hinsetzen und achtsames Atmen praktizieren und uns der Tatsache bewusst werden, dass unsere Oma immer noch in allen Zellen unseres Körpers präsent ist. You can get that insight very quickly that your mother is present in every cell of your body. Und wir können schnell zu dieser Einsicht gelangen, dass unsere Mutter in jeder Zelle unseres Körpers vorhanden ist. You are a continuation of your grandma. Dass wir eine Fortsetzung unserer Großmutter sind. And you begin to talk to her. Und wir können anfangen, mit ihr zu sprechen. Grandma, I'm sorry that I told you that and make you suffer. Großmutter, es tut mir leid, dass ich dir damals dies gesagt habe und es dich hat leiden lassen. Now I see my unskillfulness and I'm very sorry. Ich sehe jetzt meine Ungeschicklichkeit und ich bin, es Grandma, tut mir sehr leid. Grandma, I promise you that from now on I will not say something like that again to you or to anyone. Liebe Oma, ich verspreche, dass von jetzt an ich niemals wieder etwas zu dir oder irgendwem sonst sagen werde. I have learned the art of mindful speech. Ich habe die Kunst des rechten Sprechens gelernt. I know that speaking can bring about hope, and joy and happiness. Und ich weiß, dass achtsames Sprechen Hoffnung, Freude und Glück hervorbringen kann. I promise with you, Grandma, that from now on I will practice right speech and never repeat the same mistake I made in the past. Und ich verspreche dir, Großmutter, dass ich von jetzt an rechtes Sprechen praktizieren werde und diesen Irrtum niemals wiederholen werde. If you talk to your grandma that way, you begin to heal and you can see Grandma smiling in every cell of your body. Und wenn wir so mit unserer Großmutter sprechen, dann beginnen wir uns zu heilen und wir können unserer Großmutter in jeder Zelle unseres Körpers zulächeln. So practicing mindfulness, not only we can assure a beautiful future, but we can also transform the past. Indem wir also Achtsamkeit praktizieren, können wir nicht nur uns in unsere Zukunft fortsetzen, in eine schöne Zukunft fortsetzen, sondern wir können auch die Vergangenheit transformieren.
The other day we talk about the practice of right mindfulness and right concentration in order to bring about right view. Anderen Tags haben wir über die Praxis der rechten Achtsamkeit und der rechten Konzentration gesprochen, um rechte Sicht herbeizuführen. We only have two other element of the Eight Noble Path here, namely right livelihood. Wir haben nur noch zwei weitere Elemente in der Kette der acht, des achtfachen Pfades übrig, nämlich den rechten Lebensunterhalt and right diligence, rechte Lebensführung und rechte Anstrengung. But today we can go a little bit deeper into right mindfulness and right concentration. Aber wir werden heute noch etwas tiefer eindringen in die rechte Achtsamkeit und die rechte Konzentration. We know that the five mindfulness trainings are a very concrete way to practice mindful living. Wir wissen, dass die fünf Achtsamkeitsübungen ein sehr konkreter Weg des achtsamen Lebens sind. We learn to live in such a way that we can touch life deeply in every moment of our daily life. Wir lernen es so zu leben, dass wir das Leben tief in jedem Moment unseres Lebens berühren können, unseres täglichen Lebens berühren können. And in that way we can touch the mystery of life. The wonders of life that are available to us in the here and the now. Und auf diese Art und Weise können wir die Wunder des Lebens, die im Hier und Jetzt verfügbar sind, berühren. It's very obvious that your own body is a wonder. Es ist ganz klar, dass unser eigener Körper ein Wunder ist. Your eyes, your ears, your heart, everything is a wonder. Unsere Augen, unsere Ohren, unser Herz, all das ist ein Wunder. And the flower, the leaf, the fog, the sunshine, they are all wonders of life. Und die Blume, die Blätter, der Nebel, der Sonnenschein, all dieses sind Wunder des Lebens. We have learned that all these things belong to the kingdom of God, to the realm of the ultimate. Und wir haben gelernt, dass all diese Dinge zum Reich Gottes gehören, zum Reich des Endgültigen. And without mindfulness, we can not truly get in touch. Und ohne Achtsamkeit können wir nicht wirklich mit ihnen in Berührung kommen. Getting in touch with the pure land of the Buddha, the kingdom of God, we get the nourishment and healing that we need. Und wenn wir mit dem reinen Land des Buddha, mit dem Reich Gottes in Berührung kommen, dann erhalten wir die Nahrung und das Heilende, was wir brauchen. So as practitioner, we should learn how to live deeply with mindfulness and organize communities of mindful living so that other people around us have a chance to join our way of living. So dass als diejenigen, die wir praktizieren, sollten wir lernen, tief und achtsam zu leben und Gemeinschaften des achtsamen Lebens zu schaffen, so dass andere Menschen diese Praxis mit uns teilen können. It is possible to live in such a way that the pure land of the Buddha, the kingdom of God, is available to us every day. Every moment also. Es ist möglich, so zu leben, dass das reine Land des Buddha, dass das Reich Gottes jeden Tag in jedem Moment für uns verfügbar sind. And we have to bring into our life a spiritual dimension. Wir müssen eine spirituelle Dimension in unser Leben einführen.
And that spiritual dimension is made concrete with the practice of mindfulness. Und diese spirituelle Dimension wird konkret mit Hilfe der Praxis der Achtsamkeit. And when you organize so that we can practice together, the practice is more pleasant, is easier. Und wenn wir uns so organisieren, dass wir gemeinsam praktizieren können, dann wird die Praxis einfacher und genussvoller. When we are mindful, we are also concentrated. Wenn wir achtsam sind, sind wir auch konzentriert. When you are mindful of something, very mindful of something, you are also concentrated on that something. Wenn wir zu etwas achtsam sind, dann sind wir auch auf diesesjenige konzentriert. And when we are very concentrated, we get in touch with the inside. We get the inside of interbeing. And we touch the ultimate. Und wenn wir sehr konzentriert sind, dann kommen wir in Berührung mit der Einsicht des Interseins und wir berühren das Endgültige. The ultimate is not something other than ourselves. Das Endgültige ist nicht etwas anderes als wir selbst. The ultimate is always available to us because it is the ground of everything. Das Endgültige ist jederzeit für uns verfügbar, denn es ist der Grund von allem. And the Buddha offer us some practice of concentration so that we can touch the ultimate more easily. Und der Buddha hat uns die Praxis der Konzentration gegeben, so dass wir das Endgültige leichter berühren können. There are three concentrations, three practices of concentration that can be found in all schools of Buddhism. Es gibt drei Arten, drei Praktiken der Konzentration, die in allen buddhistischen Schulen vorgefunden werden können. And they are called the three doors of liberation. Und diese drei werden die drei Tore zur Befreiung genannt. And the first door of concentration is emptiness. Und das erste Tor der Konzentration ist die Leere mit zwei E. Oder die Leerheit. Emptiness does not mean non-existence. Leere oder Leerheit bedeutet nicht Nicht-Existenz. Emptiness does not mean non-being. Leerheit bedeutet nicht Nicht-Sein. We have learned that being and non-being both are notions. Wir haben bereits gelernt, dass Sein und Nicht-Sein Begriffe sind. Both notions of being and non-being cannot describe the reality. Und beide Begriffe von Sein oder Nichtsein können die endgültige Wirklichkeit nicht beschreiben. Emptiness is a device, a method rather than a notion. Leerheit ist eine Art von Methode eher als ein Begriff. This flower is described as empty. Diese Blume wird als leer beschrieben. It does not mean that the flower is not there. It's there, but it is empty. Aber das bedeutet nicht, dass die Blume nicht da ist. Die Blume ist da, aber sie ist leer. This morning when I touched the earth with you, I was recognizing all the non-me elements coming together, and all of us touch the earth at the same time. Heute Morgen, als wir gemeinsam die Erde berührt haben, habe ich all die Elemente des Nicht-Ich in allen von uns erkannt, wie sie zusammengekommen sind.
We know that this flower is made only of non-flower elements. Und wir wissen, dass diese Blume lediglich aus Nicht-Blume-Elementen besteht. We can identify these non-flower elements easily. Und wir können diese Nicht-Blume-Elemente leicht identifizieren. There is the sunshine, there is the cloud, there is the earth, and so on. Da gibt es den Sonnenschein, die Wolke, die Erde und so weiter. A multitude of non-flower elements have come together. Eine Vielzahl von Nicht-Blume-Elementen sind zusammengekommen. In a wonderful way to produce the manifestation of this flower. In einer wunderbaren Weise, um die Manifestation dieser Blume hervorzubringen. In fact, the flower is full of everything, of the whole cosmos. Tatsächlich ist die Blume voll von allem, voll vom ganzen Kosmos. There is nothing in the cosmos that is not in the flower. Es gibt nichts im Kosmos, was nicht in dieser Blume wäre. The flower contains all the information about the cosmos. Die Blume enthält alle Informationen über den Kosmos. But why don't we call it, describe the flower as full, and we describe it as empty. Aber warum beschreiben wir die Blume als leer? Warum beschreiben wir sie nicht als voll? Because the fact is that everything can be found in the flower, including our consciousness. Tatsächlich ist das doch so, dass alles in der Blume vorgefunden werden kann, einschließlich unseres Bewusstseins. In the Heart Sutra, it is said that Avalokiteshvara, after having looked deeply into the five skandhas, find that everything is empty. Im Heart Sutra wird gesagt, dass Avalokiteshvara, nachdem er tief in die fünf Skandhas gesehen hat, herausfand, dass alles leer ist. We may ask him, Mr. Avalokiteshvara, you say that everything is empty, but I see that the flower is full of everything. Everything is full of the cosmos. Why do you say that everything is empty? So, wir könnten ihn fragen, Herr Avalokiteshvara, warum erklären Sie, dass dass alles leer ist, wo ich doch sehen kann, dass die Blume voll ist, dass alles voll von allem anderen ist. When I look deeply into myself, I see the whole cosmos is in me. Father, mother, grandfather, grandmother, education, food, culture, everything. Wenn ich tief in mich selbst sehe, dann kann ich erkennen, dass alles in mir ist. Mein Vater, meine Mutter, mein Großvater, meine Nahrung, meine Bildung, meine Kultur, alles. So it might be more proper to say that I am full of the cosmos, or the flower is full of cosmos, rather than to say that I am empty and the flower is empty. So wäre es nicht angemessener zu sagen, dass ich voll bin oder dass die Blume voll ist, voll des ganzen Kosmoses, anstelle zu sagen, dass ich leer sei oder die Blume leer sei? Yesterday we said that a good question can profit many people. Gestern haben wir gesagt, dass eine gute Frage, dass von einer guten Frage viele Menschen profitieren können. And I try to ask a good question. Und deswegen versuche ich, eine gute Frage zu stellen. Dear Mr. Avalokita, you say that everything is empty. Empty of what? Lieber Herr Avalokita, Sie behaupten, alles sei leer, aber leer wovon? It's like mindfulness. Mindful, to be mindful is always mindful of something. Es ist wie mit der Achtsamkeit. Achtsam zu sein ist immer achtsam von etwas zu sein. You can be mindful of your breath. You can be mindful of your step, but you cannot be mindful of nothing.
Wir können unseres Atems achtsam sein, wir können unsere Schritte gewahr sein, aber wir können uns nicht von nichts gewahr sein. So the question I'm going to ask Avalokita is that you say everything is empty. Please tell us, empty of what? Und die Frage, die ich Avalokita stellen werde, ist, Sie sagen, alles sei leer, aber leer wovon? These two glasses, one is empty, but one is not empty. Wir haben hier zwei Gläser, eins ist leer, aber das andere ist nicht leer. This is empty of tea. Dieses hier ist leer von Tee. But full of air. Aber voller Luft. And this is not empty of tea, but also there is some air in it. Und dieses Glas ist nicht ganz leer von Tee, aber es gibt auch ein bisschen Luft in diesem Glas. So I want you, Mr. Bodhisattva, to tell me exactly a flower is empty of what? So, Herr Bodhisattva, jetzt sagen Sie mir bitte genau, eine Blume ist leer wovon? Because emptiness does not mean non-existence. In order to be either full or empty, the glass should be there, right? Denn Leerheit bedeutet nicht Existenz, denn um entweder voll oder leer zu sein, muss das Glas erstmal da sein, nicht wahr? You have to be there in order to be either empty or not empty. Um voll oder leer zu sein, müssen wir erstmal da sein. So this morning when I touched the earth, I recognized my non-me elements and I invite all of them to touch the earth at the same time. Als ich also heute Morgen die Erde berührte, habe ich die Nicht-Ich-Elemente in mir erkannt und ich habe all diese Elemente dazu eingeladen, die Erde gleichzeitig zu berühren. Every non-me element were there, except a separate existence of me. Und alle Nicht-Ich-Elemente waren da, bis auf eines, nämlich die getrennte, abgetrennte Existenz meiner selbst. This flower is full of the cosmos, non-flower elements. Diese Blume ist voll des vom ganzen Kosmos, von Nicht-Blume-Elementen. And if you remove all the non-flower elements, there will be no flower left. Und wenn wir all diese Nicht-Blume-Elemente entfernen, dann wird keine Blume mehr übrig sein. So the fact is that that a flower is full of everything except one thing, a separate existence. Das heißt, die Blume ist voll von allem, mit einer Ausnahme, einer getrennten Existenz. And we can formulate like this, a flower cannot be by herself alone. Und wir können das so formulieren, eine Blume kann nicht durch sich allein sein. A flower has to interbe with everything in the cosmos. Eine Blume muss mit allem anderen im Kosmos inter sein. Without the presence of non-flower elements, there is no flower at all. Ohne die Anwesenheit von Nicht-Blume-Elementen gibt es überhaupt gar keine Blume. So empty here is empty of a separate, independent existence. Und Leerheit hier bedeutet leer von einer getrennten, unabhängigen Existenz. In Buddhism, flower or me or you describe it as conventional designation. Im Buddhismus werden die Blume oder ihr oder ich als herkömmliche Designation oder herkömmliche Bezeichnung bezeichnet. Conventional
Designation. Herkömmliche Bezeichnung. It's like Saturday. Saturday is a conventional designation. We call it Saturday because all of us agree that we should call it today Saturday. Also das verhält sich wie zum Beispiel mit Sonnabend. Sonnabend ist eine herkömmliche Bezeichnung, denn wir alle haben uns damit einverstanden erklärt, Sonnabend, Sonnabend zu nennen. We know that there are other days like Monday, Tuesday, Wednesday, Sunday, and that is why we want to call this day by a special name, Saturday. Und wir wissen, dass es andere Tage gibt, wie Montag, Dienstag, Mittwoch oder Sonntag. Und deswegen haben wir uns darauf geeinigt, diesem Tag einen besonderen Namen zu geben, nämlich Sonnabend. We know that there are things like sunshine, cloud, earth. But they, when they come together and produce something, we would like to call it flower. Und wir wissen, dass es Dinge gibt wie den Sonnenschein, die Erde, den Regen. Und wenn diese Dinge zusammenkommen, um etwas zu produzieren, dann geben wir diesen Dingen einen Namen, Blume. So flower, Saturday or David, they are all conventional designations. Das heißt Sonnabend, Blume oder David. All diese sind herkömmliche Bezeichnungen. Samkhita is the word in Sanskrit. Auf Sanskrit wird es Samkhita genannt. If you look into a flower, and if you have not seen the sunshine, the cloud, the earth, and other non-flower elements, you have not seen a flower. Und wenn wir eine Blume sehen und wir erkennen die Nicht-Blume-Elemente nicht, die Sonne, die Erde, den Regen, dann haben wir die Blume nicht wirklich gesehen. If you look at a person and if you don't know, you don't see his ancestors, his education, his environment, and so on, you have not really seen him. Und wenn wir eine andere Person betrachten und wir erkennen nicht die Vorfahren, Bildung, die Ausbildung dieser Person, dann erkennen wir diese Person nicht wirklich. And when you have recognized all these non-him elements that make him, and then you begin to see his true nature, and that is emptiness. Und wenn wir beginnen, diese Nicht-Er- oder Nicht-Sie-Elemente zu erkennen, all die Elemente, die nicht er oder nicht sie sind, dann beginnen wir die wahre Natur dieser Person zu sehen. So when I recite the verse on bowing and I touch the earth, I recognize all my non-me elements coming together in a wonderful way, and we all touch the earth together, there is a kind of freedom, there is a kind of immense space that makes you very free, that makes you very happy, and that is the insight of emptiness. Und wenn ich die Verse für die Verbeugung rezitiere und die Erde berühre und sehe, wie all diese Nicht-Ich-Elemente auf wundersame Weise in mir zusammenkommen, dann entsteht daraus ein großer Raum, eine große Freiheit. When a couple like a father and son look at each other and see one in each other and see that the son is a continuation of the father in the direction of the future
And the father is a continuation of the son in the past. And then they touch the nature of emptiness in both son and father. Wenn ein Sohn und ein Vater sich betrachten und erkennen, dass der Sohn die Fortsetzung des Vaters in die Zukunft ist und der Vater die Fortsetzung des Sohnes in die Vergangenheit, dann berühren sie beide die Natur der Leerheit. My dear friends, do you know that both son and father, they are born at the same time? Liebe Freunde, wisst ihr, dass Vater und Sohn zur gleichen Zeit geboren wurden? It's not true that the father is born first and the son is born 20 or 30 years later. Es stimmt nicht, dass der Vater zuerst geboren wurde und der Sohn 20 oder 30 Jahre später. Because father and son, they are like left and right. They manifest at the same time. Denn Vater und Sohn sind wie rechts und links, sie manifestieren sich gleichzeitig. That person before he has a son. He's not a father. Diese Person, bevor er einen Sohn hat, ist dann noch kein Vater. He may be a brother, a grandson, but he's not a father. He is a father only when he begin to have a son. Er ist vielleicht ein Bruder oder ein Enkel, aber er ist kein Vater und er beginnt erst Vater zu sein, sobald er einen Sohn hat. So, the left and the right, you cannot say that one exists first and the other will exist after. They manifest at the same time. Wir können also nicht sagen, dass rechts und links, dass rechts zuerst existiert hat und dann erst links, sondern beide sind gleichzeitig entstanden. Without the left, the right cannot be. Ohne die linke kann die rechte nicht sein. Without the right, the left cannot be. Ohne die rechte kann die linke nicht sein. Without the son, the father cannot be. Ohne den Sohn kann der Vater nicht sein. Without the father, the son cannot be. Und ohne den Vater kann der Sohn nicht sein. The left cannot be by itself alone. Die linke kann nicht ganz für sich allein sein. It has to interbe with the right. Die linke muss mit der rechten inter sein. And that is the meaning of emptiness. Und dies ist die Bedeutung von Leerheit. And the Buddha sum up in a very short sentence. This is because that is. Und der Buddha hat das in einem ganz kurzen Satz zusammengefasst. Dieses ist, weil jenes ist. Because the father is, that is why the son is. Weil der Vater ist, ist auch der Sohn. And that is the Buddhist teaching of Genesis. Und dies ist die buddhistische Lehre von der Genesis. With the insight of emptiness, you are free from discrimination. Und mit der Einsicht der Leerheit der Leere sind wir frei von Diskriminierung. Even the discrimination between you and the Buddha. Selbst die Diskriminierung zwischen uns und dem Buddha. The safe place for you to find a Buddha is in yourself. Der sicherste Platz für uns, den Buddha zu finden, ist in uns selbst. You have the capacity to be understanding and loving. In you. Wir haben die Fähigkeit zu lieben und zu verstehen in uns. And that is the Buddha in you. Und diese sind der Buddha in uns. You don't have to go and beg for understanding and love from someone else. Even they call him a Buddha. Wir brauchen nicht um die Liebe und das Verständnis eines anderen zu bitten, selbst wenn dieser andere ein Buddha genannt wird. And that is why emptiness is the insight that transcends both extremes, opposite pairs, like being, non-being, birth, death, right, left, you and I. Und deswegen ist die Lehre von der Leerheit die Lehre, die die Paare der Gegensätze überwindet, wie zum Beispiel Sein und Nichtsein, Geburt,
und Tod links und rechts oder ihr und ich. And when you touch the inside of emptiness, you are free, totally free from these notions as being and non-being, birth and death, and so on. Und wenn wir die Einsicht der Lehre der Leerheit berühren, sind wir ganz und gar frei von den Begriffen des Seins und des Nichtseins, der Geburt und des Todes. And that is why emptiness is a wonderful door of liberation. Und deswegen ist die Leerheit, die Leere, ein wunderbares Tor der Befreiung. With the inside of emptiness, you are no longer afraid of birth and death, being and non-being. Und mit Hilfe der Einsicht der Leere haben wir keine Angst mehr vor Geburt und Tod, vor Sein und Nichtsein. Our fear, our anxiety are born from notions like birth and death, being and non-being. Unsere Furcht, unsere Angst werden aus den Begriffen von Geburt und Tod, von Sein und Nichtsein geboren. And that is why emptiness is the most wonderful door of liberation that you can open. Und deswegen ist die Leerheit das wunderbarste Tor zur Befreiung, das wir zu öffnen vermögen. And the second door of liberation, the second samadhi, concentration, is called signlessness. Und das zweite Tor zur Befreiung, das zweite Samadhi, wird Zeichenlosigkeit genannt. The Sanskrit is animita. In Sanskrit animita. Votum. A cloud has an appearance, a sign that helps you to recognize it as a cloud. Eine Wolke hat eine Erscheinung, ein Zeichen, das uns dazu verhilft, die Wolke als solche zu erkennen. But you should not be caught in that appearance. Aber wir sollten uns nicht in dieser Erscheinung verhängen. Because the cloud, like any other things, is impermanent. Denn die Wolke, wie alle anderen Dinge auch, ist unbeständig. And tomorrow your cloud may not keep the same kind of appearance. Und morgen wird unsere Wolke vielleicht nicht mehr die gleiche Erscheinung haben. Your cloud may become snow or rain. Vielleicht wird unsere Wolke zu Regen oder Schnee. And you risk to cry if you are not capable of recognizing your cloud in her new appearance, new sign. Und es könnte sein, dass wenn wir nicht in der Lage sind, die Wolke in ihrer neuen Form zu erkennen, dass wir dann weinen müssen. When you look up into the sky, you do not see your beloved cloud anymore, and you cry. Wir sehen in den Himmel und wir sehen unsere geliebte Wolke nicht mehr und wir weinen. But at that time, your cloud has become rain, falling on the ground, joyfully, and calling you. Aber in der Zwischenzeit ist unsere Wolke zu Regen geworden, fröhlich, und sie ruft uns. The cloud is saying, darling, darling, I'm here, don't you see me? Die Wolke sagt zu uns, Liebling, Liebling, hier bin ich doch, kannst du mich nicht erkennen? That is why we should practice the samadhi of signlessness in order not to be caught in just one appearance. Und damit wir nicht in einer einzelnen Erscheinung gefangen bleiben, sollten wir den Samadhi der Zeichenlosigkeit praktizieren. If that person is no longer seen in her usual form, don't think that she has passed from being into non-being. Wenn also diese oder jene Person nicht mehr in ihrer herkömmlichen Form gesehen werden kann, dann denkt nicht, dass sie vom Sein ins Nichtsein übergegangen ist. We have learned that nothing can pass from being into non-being. Wir haben gelernt, dass nichts vom Sein ins Nichtsein übergehen kann. And it is not possible for a cloud to die. Und es ist nicht möglich für eine Wolke zu sterben. So we should
breathe in and look deeply in order to be able to recognize our beloved one in her new manifestation. Und deswegen sollten wir einatmen und tief sehen, um unsere Lieben in ihrer neuen Manifestation wieder zu erkennen. If during her life she has produced a beautiful thought, beautiful speech and beautiful action, we know that she is having a beautiful continuation now. Wenn sie während ihres Lebens einen schönen Gedanken, eine schöne Sprache, ein schönes Handeln produziert hat, dann wissen wir, dass sie in die Zukunft weitergegangen ist. And with the eyes of signlessness, we can easily recognize the new her new manifestation. Und mit den Augen der Zeichenlosigkeit können wir ihre neue Manifestation leicht erkennen. It is like I did not cry because I recognize my beloved cloud in her new form. Deswegen habe ich auch nicht geweint, als ich meine liebe Wolke in ihrer neuen Form wiedererkannt habe. She is beautiful, she is delicious. Sie ist sehr schön und sie schmeckt sehr gut. Köstlich. So that is why the door of signlessness help us to stop crying. Und deswegen hilft uns das Tor der Zeichenlosigkeit dabei, aufzuhören zu weinen. We know that nothing is born, nothing can die. Wir wissen, dass nichts geboren wird und nichts sterben kann. Everything is impermanent. Alles ist unbeständig. And we should be mindful enough, concentrated enough in order to recognize the continuation of our beloved one. Und wir sollten achtsam und konzentriert genug sein, um die Fortsetzung unserer Lieben erkennen zu können. The third door of liberation is called aimlessness. Das dritte Tor zur Befreiung wird Absichtslosigkeit genannt. Vota. Apranihita. Auf Sanskrit Apranihita. Apranihita means you do not place anything in front of you as an aim and run after that. Apranihita bedeutet, dass wir nicht etwas vor uns aufbauen im Sinne eines Ziels, um dann diesem Ziel nachzulaufen. You should not look for the Buddha. You should not look for God. Wir sollten nicht nach dem Buddha schauen oder nach Gott schauen. Buddha and God should not be an object of your research. Buddha oder Gott sollten kein Objekt unserer Nachforschungen sein. It's like the wave. The wave should not go and look for water. Es ist wie mit der Welle. Die Welle sollte nicht gehen und nach Wasser suchen. The moment when you stop running and looking, happiness becomes possible right away. In dem Moment, wo wir aufhören zu rennen und schauen, wird Glück augenblicklich möglich sein. Don't look for Nirvana. You have been Nirvanized for a long time already. Also ihr braucht nicht nach Nirvana zu sehen. Nirvana ist schon seit einer langen Zeit da. Everything you are looking for, it is there. Alles, wonach ihr schaut, ist bereits da. What you are looking for, what you have been looking for, is available right in here and now. Wonach ihr die ganze Zeit gesucht habt, ist im Jetzt und Hier bereits verfügbar. The moment when the wave realizes that she is water, she loses all her fear and her
anxiety. In dem Moment, wo die Welle erkennt, dass sie Wasser ist, verliert sie all ihre Furcht und ihre Angst. I think mankind is a species that have to pay a very high price for their civilization, that is anxiety and fear. Und mir scheint, dass die Menschheit einen sehr hohen Preis für ihre Zivilisation zahlen muss, und dieser Preis sind Furcht und Angst. And if we know how to practice the samadhi of aimlessness, and then we can have peace and a feeling of fulfillment right away. Und wenn wir es verstehen, die Praxis der Absichtslosigkeit zu praktizieren, dann werden wir Frieden und Erfüllung im Hier und Jetzt finden. Everything you have been looking for, like peace, like happiness, like kingdom of God, like the Buddha land. Alles, wonach wir gesucht haben, wie zum Beispiel Glück. They are right there in the here and the now. Glück, Frieden, das reine Land des Buddha, das Reich Gottes, all diese sind bereits im Hier und Jetzt vorhanden. Don't try to become the person you want. What you want to become, you are already what you have, you want to become. So versucht nicht, etwas zu werden, was ihr bereits seid. Do you think that this flower wants to be something else? Glaubt ihr vielleicht, dass diese Blume etwas anderes werden oder sein möchte? It's wonderful that this flower is this flower. Es ist ganz wunderbar, dass diese Blume ist. This flower does not have to become that flower in order to be happy. Diese Blume muss nicht zu jener Blume werden, um glücklich zu sein. And you are wonderful like that. You belong to the kingdom of God. And happiness should be possible. Und ihr seid ganz wunderbar, wie ihr seid, und ihr gehört in das Reich Gottes, und Glück sollte möglich sein. And if you have the insight of signlessness, and then you can recognize that you already are everything, you are already have everything, and happiness and freedom can be possible right in here and now. Und wenn wir die Einsicht der Absichtslosigkeit erlangen, dann erkennen wir, dass wir bereits alles sind, dass wir bereits alles haben, und Glück kann im Hier und Jetzt möglich werden. I think Michael Jackson has got a glimpse of this. Ich glaube, Michael Jackson hat ein bisschen was davon gesehen. And he wanted to perform a piece of music called This Is It. Und er wollte ein Musikstück aufführen, und dieses Musikstück wurde This Is It, das ist es, genannt. And it is possible for us to live our life in such a way that at every moment we can touch the mystery of life, the wonders of the kingdom, and do not have to suffer. Und es ist möglich, dass wir unser Leben so leben, dass es uns in jedem Augenblick unseres Lebens möglich ist, die Wunder des Lebens zu berühren, und wir müssen nicht leiden. And with the insight of aimlessness, every step helps you to get in touch with the kingdom of God, with the pure land of the Buddha, with all the wonders of life that are inside of you and around you. Und mit Hilfe der Einsicht der Absichtslosigkeit ist es möglich, dass wir die Wunder der Erde, die Wunder des Lebens mit jedem Schritt berühren können. And with the insight of aimlessness, you can stop completely in order to enjoy the mystery of life
right away. Und mit der Einsicht der Absichtslosigkeit können wir ganz und gar innehalten, um das Mysterium des Lebens genießen zu können. With the insight of aimlessness, not only you can touch the wonders of life with when you walk, but why you prepare breakfast for your family, you can also touch the wonders of life in every moment. Und mit Hilfe der Einsicht der Absichtslosigkeit können wir die Wunder des Lebens nicht nur dann erkennen, wenn wir gehen, sondern zum Beispiel auch dann, wenn wir Frühstück für unsere Familie machen. With the samadhi of apranahita, aimlessness, you enjoy washing the dishes, watering the vegetable garden behind your house. Mit dem Samadhi von Apranahita können wir es genießen, das Geschirr abzuwaschen oder den Gemüsegarten hinter dem Haus zu gießen. You do not run anymore. You have stopped. Wir brauchen nicht mehr zu rennen. Wir haben angehalten. You are not looking for anything anymore. Wir suchen nach nichts mehr. Because this is it. Denn das ist es bereits. And while brushing your teeth, you enjoy peace, happiness. Und wenn wir uns unsere Zähne putzen, dann genießen wir Frieden und Glück. And during the time you urinate, defecate, you enjoy it. This is it also. Und während wir auf der Toilette sitzen, genießen wir es. Und das ist ebenso es. Das ist es ebenso. So the Buddha does not try to sell you Nirvana or Pure Land in the future at another place. Der Buddha versucht nicht, euch das reine Land oder Nirvana in der Zukunft oder irgendwo anders zu verkaufen. The Buddha offers you the Pure Land, the kingdom and say, be happy right here and right now. Der Buddha gibt euch das reine Land, gibt euch das Reich und sagt, seid glücklich hier und jetzt. And with this concentration, emptiness, signlessness and aimlessness, you become a free person in order to enjoy the kingdom of God in the here and now. Und mit Hilfe der Konzentration der Leerheit, der Zeichenlosigkeit und der Absichtslosigkeit werden wir zu einer freien Person und genießen das Reich Gottes hier und jetzt. Dear friends, it's wonderful that in this busy society we have got time to spend 6 days together. Liebe Freunde, es ist wundervoll, dass wir in dieser beschäftigten Welt die Möglichkeit gehabt haben, 6 Tage miteinander zu verbringen. We have come together in order to breathe together and listening to the bell together. Wir sind zusammengekommen, um gemeinsam zu atmen, um gemeinsam der Glocke zuzuhören. And we have done our best to walk in such a way that with every step we can produce peace and joy. Wir haben unser Bestes getan, um mit jedem Schritt Frieden und Freude hervorzubringen. Many of the good seeds in us have been watered by the practice and by the Dharma. Und viele der guten Samen in uns sind durch die Praxis und den Dharma gewässert worden. Many of us have labor, have tried to make it possible for this retreat to happen. Und viele von uns haben sich sehr bemüht, um dieses Retreat möglich zu machen. There's a friend, Thomas, who has been helping us a lot in registering and organizing. We would like to invite him to the stage. Und einer unserer Freunde, Thomas, hat uns sehr mit dem Registrierungsbüro geholfen. Wir würden ihn gerne auf die Bühne bitten. We also want to invite the monastics and the Dharma teachers, OI members. Wir würden auch gerne die Bruder und Schwestern, Mönche und Nonnen, die OI-Member, die Ordensmitglieder auf die Bühne bitten und die Dharma-Lehrer. We'd like you to bring the children up here.
Bitte bringt die Kinder mit auf die Bühne. We shall sing a song together in order to remember this moment of togetherness. Wir werden ein Lied gemeinsam singen, um diesen Moment des Zusammenseins zu erinnern. There's a book. Chanting book. Mời các thầy, các sư cô lên. Shall we stand up and sing a song together? Bitte lasst uns aufstehen und gemeinsam ein Lied singen. Mời bỏ bằng nít đi lên đi chơi. Đi lên đi con, đi lên. Mời OI members với là die Ordensmitglieder, Intersein Ordensmitglieder, bitte kommt auf die Bühne. Dharma-Lehrerinnen und Lehrer. Sang năm chắc mùa hè được phép cầm năm thầy đã làm tầm năm. No coming, no going, no after, no before. I hold you close to me. I release you to be so free, because I am in you, and you are in me, because I am in you, and you are in me. No coming, no going, no close to me, I release you to be so free, because I am in you, and you are in me, because I am in you, and you are in me. Kein vorher, kein danach. Ich halte dich fest an mir. Ich liebe dich auch weiter mir. Denn ich bin ja in dir und du bist in mir. Denn ich bin ja in dir und du bist in mir. Sans venir, sans partir, ni avant, ni après, je te tiens près de moi. Et je te laisse pour être libre, parce que je suis en toi et tu es en moi, parce que je suis en toi et tu es en moi. Không đi đâu cũng không cần đến, không trước cũng không sau, cầm tay nhau đứng bên nhau rồi chia tay bước cho thành thời, cùng bởi vì chúng ta đã có nhau rồi từ lâu. Cùng bởi vì chúng ta sẽ có nhau hoài mãi sao. Ja,
next family gathering in Germany. Can we think together? It could be August next year. Die nächste Zusammenkunft der Familie, können wir darüber nachdenken? Könnte vielleicht das im August sein, nächstes Jahr? You come all? Könnt ihr alle kommen im August? August ist gut, ja. With more member of your family? Mit noch mehr Mitgliedern eurer Familie? So, yeah? From, because we end summer village at the 4th of August, we need to have 1 week of rest and then we come here for 10 days. Nach dem Summer Retreat in Plum Village brauchen wir eine Woche Ruhe und dann können wir hierher kommen für 10 Tage, also das heißt so um den 14. August herum. And usually in Plum Village from the 20th of to 28th of August, we have young retreat. But maybe we make young retreat here too. Aber wir, also normalerweise haben wir in Plum Village vom 20. zum 28. August ein Jugendretreat, aber vielleicht machen wir auch eins hier. So we will have young retreat from all over Europe. So many young people from different countries. Ein Jugendretreat für Jugendliche aus allen Ländern Europas. Thank you. There is an account of IIB outside with all the exhibition. Yeah. Liebe Freunde, wir danken auch alle unsere Staffmitglieder für ihren Einsatz. Es war wunderbar. Vielen Dank für eure Hilfe, diesen Retreat. Wir werden Ihnen einen Feedbackbogen per E-Mail schicken, um unsere Retreats verbessern zu können. Und wir haben auch welche hier draußen, gleich draußen, dieses Zelt. Falls Sie es lieber auf Papier ausfüllen. Sie können es in eine Schachtel beim Eingang des Great Compassion Gebäudes stecken. Und es, draußen gibt es auch eine Schachtel für Ihre Namensschilder. Und die Zimmer im EIAB, bitte machen Sie Ihr Zimmer sauber und verlassen Sie Ihr Zimmer vor 12 Uhr. Und um 15.30 Uhr haben wir Arbeitsmeditation für alle München-Nonnen, Staffmitglieder und jeder, der oder die noch länger bleibt und mithelfen möchte. Und wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich und wünschen Ihnen eine gute Heimfahrt. Dankeschön.